Kino Astoria. Vor ein Haufen Jahren bin ich mit meiner Grossmama, der Ida Clara, zu Fisch beim Kino Astoria Titanic schauen. Je länger der Film gegangen ist, desto unleidiger ist die Grossmama auf ihrem Sitz umgerutscht und hat dann sogar so laut angefangen zu gehen, dass ich gemeint habe, die Grossmama selber treibe hier in diesem furchtbar kalten und furchtbar tiefen Wasser. Ausgerechnet in dem Moment, wo die Trauer im Kinosaal niemand hätte noch grösser sein können, ist die Grossmama neben mir auf und hat den Arm und Rose auf der Leinwand zugerufen. Lass jetzt den Schnudderbutsch endlich gehen, dann kommen wir vielleicht heute und noch zu heim. Ich denke, sie hier in der Reihe sogar. Der zweite von der Reihe. Nein, ich habe hier den zweiten untersten von der Säure gesehen. Ich habe mich fast wirklich angegeben. Tante war da, Großmama war da, Mama war da. Also ein bisschen in der Verwandtschaft. Vor allem noch. Was ist das Mal im Kino? Da kommen schon die Teile schauen. James Abraham Ezekiel Murrill, ein junger Schwarzamerikaner, hat an der Berkeley University in Kalifornien an einer Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel «The Evolution of the Lötschenthaler Dialect Quo Vadis». Durch seine These empirisch zu einer Mühre ist er ins nächste Flugzeug gestiegen und 14 Stunden später mit einem Aufnahmegerät und allerlei Fragebegel im Lechotal zur Tat geschritten. Ja, das Liedje, wo man zwischen Pferd und der Lecholiko begegnet ist, hat er interviewt. Nach 2 Wochen hat er alle Daten zusammengehauen und sich an die Auswertung gemacht. Er hat 321 Seiten geschrieben. Der wichtige Satz von der ganzen Arbeit war wohl der. Im ganzen Lechotal gibt es nur noch einen Menschen, der vom Sprechapparat her überhaupt noch die Fähigkeit hatte, wieder richtig zu lechen. Und das wäre der Pächter vom Karaoke-Bistro Pflümogarten zu Kippel, der Pong Sun Chung.